Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist Sonntagabend. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit bis zum Krimi oder was auch immer. Etwas für die Zuschauer dieses Kanals zu tun, wenn ich mal heute und gestern Revue passieren lasse, was die Nachrichten angeht. Dann war die große Bombe eigentlich das, was der italienische Innenminister Matteo Salvini gesagt hat. Mit Blick auf die Bank of Italy, also Italiens Zentralbank, aber auch auf den Consob, also das ist der Börsenaufseher des Landes, hat Salvini gesagt, die müsste man reduzieren, und zwar nicht nur um ein oder zwei Leute, die man dann in die Wüste schicken würde, sondern richtig auf null reduzieren, das heißt im Klartext eliminieren. Nun muss man das nicht komplett für bare Münze nehmen und 1:1 glauben, was der Mann da sagt, aber das ist doch mal eine klare Ansage, wie wir es in Deutschland noch nie gehört haben, auch nicht in den Zeitungen gelesen. Hin und wieder passiert es mal, dass eine Zeitung uns deutsche Sparer und Steuerzahler da verteidigt und auch mal daran erinnert, was uns das kostet, dass die Zinsen seit der Finanzkrise so weit runtergeschleust worden sind, bis fast auf null, phasenweise sogar in den negativen Bereich. Aber das hören wir hier nicht, was Salvini da gesagt hat. Natürlich muss man berücksichtigen, dass jetzt alle vor den Europawahlen im Mai in Europa in den Wahlkampfmodus übergehen. Das ist ja ganz klar. Und Salvini und seine Partei, die sind auch mit der Fünf-Sterne-Bewegung, mit der sie koalieren, also zusammenarbeiten in der Regierung, in einem zunehmenden Wettbewerb. Deswegen, es gibt da auch gewisse Unstimmigkeiten oder Missstimmungen. Aber das ist ja ganz egal. Da wird mal ganz klar gesagt, wie eigentlich die Sparer des Landes geschröpft werden und dass das Konsequenzen haben muss und dass man die, die den Sparern das antun, eigentlich sogar auch ins Gefängnis werfen sollte. In Deutschland sieht es ganz anders aus, habe ich ja schon gesagt. Wenn man da sich anschaut, da gibt es zwei Meldungen, beide vom 9. Januar dieses Jahres, also nur ein paar Tage oder vielleicht so 4 Wochen jetzt her. Da gab es einmal eine Meldung, Deutschland hat dank Niedrigzinsen 368 Milliarden Euro gespart. Da wirft die Zeitung also ihren Blick ganz einseitig auf den Finanzminister, der mit dieser Niedrigzinspolitik der EZB seit der Finanzkrise natürlich ganz hervorragend Hilfe bekam, um seinen Taschenspielertrick mit der schwarzen Null fortzuführen. Und wenn man dann eine alternative Zeitung anschaut, wie die Junge Freiheit vom selben Tag, die bezieht sich zwar mit Berechnungen der DZ-Bank auf eine andere Quelle, aber hier in der Jungen Freiheit wird eben die DZ-Studie genommen, ein Zeitraum seit 2010, und da hat man nicht auf den Finanzminister geschaut, sondern auf die deutschen Sparer und hat errechnet, dass denen seit 2010 durch die Minizinsen 296 Milliarden Euro weggenommen worden sind. Also minus 300 Milliarden bei den Sparern und plus, so kann man das ja sehen, so muss man es sehen, eine Erleichterung für das Schuldenmachen des Finanzministers von 368. Das ist der Unterschied. So wird uns hier vorgelogen, wie die Situation sei, und in Italien hören wir so klare Ansagen. Die hätten wir hier auch mal gerne.